Hallo meine Freunde! Freunde! Des gepflegten Let's Plays! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Gibt es der Castle Adventure? Nein, ist es gar nicht. Es ist Schmönki Schmönki in mein Bönki. Wie heißt denn das Spiel jetzt hier? The Outer Worlds! Eieiei! If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. Warum denn nicht? Spacer's Choice Cantina. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas. If only McDevitt's folk hadn't abandoned us, Cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Wer bist du? Warum? Kenn ich dich? Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? Digga, dein Ernst? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Oh, it's fine. I'm only on my third bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to three. Company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on zero-G brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Seine Hand wird verstümmelt und er hat konstant Schmerzen. Aber hey, 5% auf Alkohol! Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Okay. Das wäre stehlen und stehlen ist nicht in Ordnung. I don't know you. Emilia Kim. Hä? War dieses gerade hinter der Bar? Sah die nicht anders aus? Hä? Ich bin Lemmyow. Lügen 1. Alex Hasson. Captain Unreliable. Verzeihung? Ich bin mir ebenfalls eine Ehre. Ist mir ebenfalls eine Ehre. In dieser Stadt sind alle so freundlich und nett. Emilia Kim. Spacer's Choice Beverage Dispenser. Ich hab Lemmyow gesagt. But this here is a Spacer's Choice Drinking Establishment. We're all loyal, hardworking company folk here. Dann servierst du mir also kein Getränk? Wahrnehmung geht hier etwas vor sich, von dem ich wissen sollte, Charisma und was für ein herrliches Lokal es ist. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. Okay, Deserteure? Soll mir recht sein, dann zeig mir mal her, was du auf Lager hast. Was hat es mit diesem Deser? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ich hätte gern ein Gläschen handeln. Ich will mit Reed reden. Wo finde ich ihn? Ich wollte nur ein wenig plaudern. Coming right up. Händlerfertigkeit. Tutorial. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise für Händler festzulegen. Spacer's Choice Cantina, 1% Rabatt. Dehydrierte Wassertabletten haben wir hier. Zero G Brew, Two Hour Energy Brew, Triptease und Plain Pure Wasser. Inhaltsstoffe 99% Wasser, zuckerhaltiges Getränk. 99% Wasser, zuckerhaltiges Getränk. Nahrhaft, lecker, kalt und klar. Das ist ein echtes Wasser. Jetzt mit 11% mehr natürlichem Wasseraroma. Was ist denn falsch mit euch? Könnt ihr nicht einfach normal sein? Why can't you just normal? Whee!
Entschuldigung. Nein, sie sieht so aus. Darf ich hier einfach rein, Maus? Wir müssen leise sein. Irgendwie klaue ich zu gerne in diesem Spiel. Klauen gefällt mir hier sehr gut. Hier ist auch niemand. Rüstungsteile. Spacer's Jaw. Leichte Pistole, Energiezellen. Iu, ist das Seife? Iu, ist das Seife? Das sind die Toiletten. Und irgendwie ist es um der Toilette herum sehr nass. Aber wie benutzt man die? Also soll... Wie kann ich da reinpinkeln als männliches Wesen? Die Dusche finde ich aber gar nicht mal schlecht. Was haben wir hier noch? Oh, hier sind wir draußen. Ist ja cool. Mülleimer. Emerald Whale Gemischwarenladen entdeckt. Hallo! It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. lass mal sehen, was du im Angebot hast. Handeln. Ich muss ein Schiff reparieren. Wo könnte ich nur wegen Talio kommen? Ja, komm, handeln. Music to my ears. Einschlaghammer. Typisches Spacer's Choice. Wer sonst hätte daran gedacht, seine Kunden zu erinnern, dass man mit einem Hammer auf Dinge einprügeln kann? Das geht mit diesem Modell übrigens sehr gut. Abgesägte Schrotflinte. Wenn du dachtest, dass Hammersmiths taktische Schrotflinte schwer zu handhaben war, probier erstmal die hier. Wenn du doch mal triffst, steht dein Gegner aber nicht mehr auf. Trippklinge. Spacer hat eine Trippklinge. I-A-I-A-O. Spacer hat eine Trippklinge, yeah, und auf der Trippklinge klebt ein Spread, aus der Ballade des wählerischen Spacers. What the fuck ist falsch mit diesem Spiel? Warte, wir können ja tatsächlich mal unseren Schrott verkaufen. Wie verkaufe ich? E. Yeah, oh. Geht sowas? Ich will sie ausprobieren. Oh Gott, ich bin in diesem Spiel so ungefähr noch zu nichts gekommen. Wir haben zwar ein paar Plünderer schon abgeschießt. Aber das war's dann halt auch schon wieder irgendwie. Bin eher damit beschäftigt, durch Städte durchzulaufen und, keine Ahnung, mit Leuten zu reden und zu erkunden und Sachen zu lesen und... Ah, Saltuna Cannery. Piu, 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 piu. Terminal benutzen. Spacer's Choice. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eine Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Protokoll. Okay. Entschuldigung. Tab ist verlassen. Alter, die ganzen Details! Fallout 4 und Fallout 76 oder wie auch immer heißt, ist ein Witz dagegen. Grease Monkey Argo.
I'm sorry, Mr. Thompson, sir. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Bips, die Person, die da auf den Stuhl sitzt, wird unsere erste Verbündete Begleiterin. Mein Schiff muss repariert werden. Ich suche einen Energieregulator. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. I understand. Your business is your own. Nonetheless, you are welcome in our little outpost. Outsiders are a rare sight in the Vale. If you are a freelancer, then I have use for you. There is pay to be earned or supplies to tide you over. As you prefer. Was für eine Art Hilfe suchst du? Mein Schiff muss repariert werden. Ich suche einen Energieregulator. Du vertraust mir ganz schön schnell. Hey, ich bin auf der Durchreise. The sort of work for which I cannot spare my own people. I am in the midst of a difficulty, the resolution of which requires a third party. You. Okay. There's an old botanical lab, mostly abandoned now, but still eating up power from our plant, power which our cannery sorely needs. I need you to go to the geothermal plant and reroute power from the botanical lab over to us. Simple as that. Was genau meinst du mit größtenteils verlassen? Das ist ein großer Gefallen, den du einem Fremden da bittest. Sag mir. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us that nothing happens without reason. Du sagst, die Botaniker der größten verlassen. Was meinst du damit? Nehmen wir mal an, ich will das Ganze. Okay. I do not attend the good vicar's sermons as often as I should, but yes, I am a scientist, born and raised. And my faith tells me that hard work and difficulty fortify our spirit. Well, this is hard work, I ask of you. But there is a reward at the end of it. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Okay, sag mir, was ich machen muss. Das hätte ich ja nie gehört. Ich glaube nicht, dass die sonderlich erfolgreich werden. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. Okay. I need them to come home. Sag mir, was ich machen muss. Wieso will ich... Good law, no. I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Okay. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb. But I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Klar. Parvati. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. And thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. CNP Junior Manager Seminar Begleiter. Ihr schuldet mir 5 Euro. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz und Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiterkampffähigkeiten freischalten. Erfahre mehr über deine Begleiter im Register Begleiter. Manche Leuten helfen dir erst, wenn du einen anderen Auftrag erledigt hast. Schau in deinem Auftragslog nach Abhängigkeiten. Hallo? We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Das werden wir tun, aber erst in einer weiteren Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr geilen Schnotzels der Rotzels, lasst doch gerne mal... Ich habe ein Katzen-T-Shirt an, ja, immer noch. Lasst doch gerne mal eine Bewertung da.
Wenn ihr mir was zu sagen habt, mit mir interagieren wollt oder ähnliches, gerne einen Kommentar. Ich beantworte sehr gerne alle möglichen Dinge. Und wenn ihr mehr sehen wollt, weil morgen geht es höchstwahrscheinlich schon weiter. Ich habe da Bluterguss oder sowas. Dann lasst sehr gerne ein Abonnement da. Das würde mich sehr freuen, wirklich. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Haut rein. Tschüss.